Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Heute geht es um mehrdimensionale Arrays. Jetzt habt ihr wahrscheinlich schon gedacht, eindimensionale Arrays oder normale Arrays, so wie wir sie kennen, puh, anstrengender Kram. Es geht noch ein krasses Stück härter. Und zwar mit mehrdimensionalen Arrays, nämlich ja, beliebige Größe im Prinzip. Das heißt, ihr habt ein Array in einem Array und so weiter und so fort. Also, ich werde jetzt mal als Beispiel hier ein zweidimensionales Array machen. Das sieht dann so aus. Wir haben, das hier kommt mal weg, wir haben zum Beispiel ein Int-Array und also wie immer der Typ, dann der Name, also zum Beispiel MyArray. Und dann haben wir hinten mehrere eckige Klammern. Im Fall von zweidimensionalen Arrays haben wir hinten dran zwei Klammern, okay? So, das bedeutet, hier vorne kommt erstmal eine Zahl rein, zum Beispiel 3 und hier kommt 4 rein. Gut, und was das jetzt bedeutet ist, ihr habt im Prinzip eine Matrix gebaut, also ein zweidimensionales, ja, Feld von Werten. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch gerade mal. Und zwar, wenn ihr euch überlegt, sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir haben ein Array mit der Größe 3 hier definiert und dieses Array hat jedes, also jeder Eintrag davon, also alle drei Einträge davon, sind nochmal Arrays der Größe 4. Das heißt, es sieht im Prinzip so aus. Ich mache das jetzt mal bewusst in neue Zeilen, damit ihr das vielleicht besser sehen könnt und rückt es hier auch ein. So, wir haben hier im Prinzip eine Klammer, dann ein Komma, dann eine Klammer und ein Komma und noch eine Klammer und kein Komma. So, was das hier jetzt ist, das sind diese drei Elemente, die wir hier definiert haben. Also ein Array der Größe 3. Denn in ein Array der Größe 3 kommen ja drei Elemente rein. Das sind diese drei Elemente. So, der Teil ist abgehakt, jetzt kommt der Teil. Was bedeutet diese komische 4 hier? Die 4 sagt, ich habe vier Elemente in jedem von diesen drei Elementen drin. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel 0, 1, 2, 3. Und hier haben wir 1, 3, 3, 7. Und hier haben wir 4, 2, 4, 2. Also überall kommen nochmal vier Elemente rein, okay? Und so sieht jetzt ein zweidimensionales Array aus. Ihr habt auch die Möglichkeit, beliebig viele Dimensionen einzugeben. Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr Big Data und so weiter und keine Ahnung, was ihr alles macht. Also wirklich große Sachen, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie maschinelles Lernen macht, dann habt ihr häufigerweise mal mehrere Dimensionen. Dann braucht ihr hinten noch eine Klammer, dann kriegt ihr noch eine Dimension mehr. Also das wäre jetzt die dritte Dimension. Da könnt ihr dann zum Beispiel 5 machen. Und wenn ich hier jetzt nochmal was mache, dann ist einfach jeder Eintrag hier nochmal ein Array der Größe 5. Also das heißt, statt dass hier nur ein Element drin steht, also eine 0, stehen hier halt nochmal ein Array mit 5 Elementen drin. Und dann kann ich hier hinten dran noch zum Beispiel 6 reinschreiben und so weiter und so fort. Und dann ist halt jedes Element in dem anderen Array nochmal ein Array. Okay, und so weiter und so fort. Aber wir bleiben jetzt mal beim Zweidimensionalen. Das sollte euch eigentlich für die allermeisten Fälle mehr als ausreichen. Ihr müsst das Ganze nicht so machen. Ihr könnt auch diese geschweiften Klammern hier weglassen und für das Ganze so tun, als wäre das ein eindimensionales Array. Also sprich so. Das funktioniert genauso, würde ich euch aber persönlich nicht empfehlen, denn es ist irgendwie weniger übersichtlich. So, das heißt, wir machen das Ganze jetzt wieder so und so habt ihr auch die Darstellung, also wie das aufgebaut ist. Quasi drei Elemente in eurem Array und jedes Element davon ist nochmal ein Array mit vier Elementen. Okay, jetzt ist die Frage natürlich, wie kann ich darauf zugreifen? Ich kann darauf zugreifen, indem ich zum Beispiel mit den Vorschleifen wieder ganz normal iteriere. Und jetzt brauche ich nicht nur eine Vorschleife. Also wir machen hier erstmal ein Int i. Und ein Int j brauchen wir auch noch. Und dann sage ich hier Int, kein i, Int, nur i gleich 0i kleiner. Wie viele Elemente haben wir? Achtung, wir haben im äußeren Fall drei Elemente. Das heißt, wir gehen zuerst durch das hier durch und danach durch diese vier. Also zuerst mal 3 und i++, wie immer. Klammern nicht vergessen. So, und jetzt machen wir innen drin einfach noch eine Vorschleife und sagen j gleich 0, j kleiner, Achtung, äußere Größe 4. J kleiner 4, J++. So,
Klammern wieder nicht vergessen. Und hier drin können wir jetzt unsere einzelnen Elemente ausgeben. Also zum Beispiel über printf oder keine Ahnung, was ihr damit machen wollt. So greift man normalerweise auf die Elemente von zweidimensionalen Arrays zu. Wir werden jetzt einfach mal hier sagen, wie heißt das Array? MyArray. An der Stelle %d. An der Stelle nochmal %d. Und dann ist gleich, also der Wert davon sozusagen. Und hier kommt auch nochmal ein %d rein. Und jetzt sagen wir hier neue Zeile. So, jetzt haben wir eine vernünftige Ausgabe, die uns auch vielleicht ein paar Ergebnisse liefert, denn es wäre sonst ein bisschen unübersichtlich. Als erstes sagen wir i, als zweites sagen wir j, denn wir geben ja jetzt myArray an der Stelle i, j aus. Und genau so wie ich das hier vorne geschrieben habe, habe ich es im Prinzip, kann ich das auch ausgeben. Also myArray, erste Klammer i, zweite Klammer j. So, und dadurch greife ich auf das ite Element hier vorne zu, das heißt auf mein ites Array hier drin, also sagen wir mal i ist 1, dann greife ich auf dieses Array hier zu, also das picke ich mir erstmal raus, diese 1337, und dann greife ich mit j auf die Zahl direkt zu, also zum Beispiel wenn j 1 ist, auf die 3 hier, wenn j 2 ist, auf die 3 hier. Und wenn i 2 ist, dann greife ich plötzlich nicht mehr auf die 3 hier zu. Also sagen wir, beides ist 2, dann greife ich plötzlich auf diese 4 hier zu. Und wenn ich dann sage, i ist wiederum 0, dann greife ich hier oben drauf zu. Okay? Wir können es jetzt einfach mal ausführen. Erstmal speichern vorher. Ausführen und, ups, das war noch von letztem Video, noch nicht kompiliert vorher. Oh, hoppla. Hier oben fehlt natürlich das Semikolon und diesen MyString, den gibt es natürlich nicht mehr. Okay, also Achtung, wenn ihr das Array definiert habt, müsst ihr immer noch dieses Semikolon setzen, auch wenn ihr mehrere Zeilen braucht. Das ist ganz wichtig. Hier innen drin braucht ihr es nicht, aber außen dran braucht ihr das Ganze. So, und jetzt kompilieren wir das Ganze nochmal. Okay, und haben hier als Ausgabe das ganze Array. So, also myArray an der Stelle 00 ist 0, das wäre diese 0 hier oben. 01 ist die 1 hier, 02 ist die 2 hier. 03 und so weiter, ihr könnt selber gerne mal durchgehen, ich werde das jetzt nicht alles machen, das geht einfach von links nach rechts durch und dann so in der Reihenfolge geht es durch. Ja, das ist ja auch im Prinzip genau das, was wir wollten und so funktionieren mehrdimensionale Arrays. Wie gesagt, wenn ihr es besonders hardcore haben wollt, dann könnt ihr hier gerne noch ein paar Dimensionen einfügen, hindert euch absolut niemand daran, ihr könnt es so groß machen, wie ihr wollt. Okay, ja, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ihr habt alles soweit verstanden und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!